Schnee, Kälte, Regen, fehlende Unterkünfte. Bosnien-Herzegowina ist seit Wochen mit einer noch nie dagewesenen Migrantenkrise konfrontiert. Rund 10.000 Menschen, vor allem aus Pakistan, Afghanistan, Syrien oder Bangladesch, sind auf ihrem Weg in die Europäische Union, in diesem Westbalkanstaat, gestrandet. Ins Nachbarland Kroatien und damit in die EU kommen sie nicht durch. Die Grenze wird streng bewacht. Über die Berge können sie derzeit auch nicht, es liegt tiefer Schnee. Vor allem das Migrantencamp Lipa in der Nähe der Stadt Bihać im Nordwesten des Landes sorgte zuletzt für europaweite Aufmerksamkeit. Nach dem Brand in dem nicht wintertauglichen Lager waren mehr als 1.000 Menschen obdachlos geworden. Das Feuer sollen den Berichten lokaler Medien zufolge die Migranten selbst gelegt haben, verzweifelt über ihre aussichtslose Lage. Denn keine andere Kommune im Land wollte der Errichtung einer Asylunterkunft und der Verlegung der Menschen zustimmen. In die EU kommen sie auch nicht durch. Zwar wurden jüngst für die überwiegend junge Männer neue, beheizte und wintertaugliche Zelte zur Verfügung gestellt, doch damit ist die Krise nicht aus der Welt. Aus der Europäischen Union hieß es an die Regierung in Sarajevo, man habe doch Millionen für die Migranten überwiesen, weitere 3,5 Millionen Euro würden noch folgen. Nach offiziellen Angaben aus Brüssel sollen in den vergangenen Jahren demnach mehrere Dutzend Millionen Euro für Unterbringung und Verpflegung der illegal Eingereisten ins Land geflossen sein. In der am meisten von Migrantenzustrom betroffenen Stadt Bihać im Kanton Unasana erklärt Edin Murankic, Berater des Bürgermeisters, dass es vor Ort jedoch anders aussieht. Zuallererst muss ich gleich betonen, dass keine konvertible Mark, also kein einziger Euro, auf das Konto der Stadt oder des Kantons geflossen ist. Wir haben keine präzisen Informationen, wie dieses Geld ausgegeben wird. Aber nach unseren Erkenntnissen wird das Groß des Geldes seitens internationaler Organisationen, die sich um Migranten kümmern und die jene Camps verwalten, genutzt. Vor allem ist das die Internationale Organisation für Migration. Neben IOM gibt es auch lokale Verbände wie die Hilfsorganisation SOS Bihać. Sie finanziert sich jedoch nur durch Spenden aus dem In- und Ausland und kümmert sich nicht nur um die Migranten, sondern auch um die Bedürftigen aus der Region. Es ist wahr, dass das Geld in Richtung Bosnien geschickt wurde, aber nicht für Bosnien. Über die europäischen Organisationen wie die IOM oder andere wurde dieses Geld hier ausgegeben. Wofür sie das Geld ausgegeben haben, uns hat keiner was gefragt. Die haben alles auf ihre Art und Weise gemacht. Ob das gut bzw. positiv war, sehen wir an der heutigen Situation. Es gibt keine Camps. Camps gibt es nicht. Und das bedeutet, der Job wurde nicht gut gemacht. Leidtragende seien laut Kovacevic die Flüchtlinge und die Migranten, die lokale Bevölkerung, aber auch die Polizei und die freiwilligen Flüchtlingshelfer. Es ist auch wahr, dass in den vergangenen 3 Jahren kein Pfennig seitens der EU in die Stadtkasse ins Budget der Stadt Bihać geflossen ist. Die Durchführung der Projekte wird der EU seitens der IOM präsentiert. Die sollten also selbst wissen und Durchblick haben, wofür das alles ausgegeben wird. Stadtrat Elvedin Sidic verweist darauf, dass die Stadt und der Kanton mit diesem Problem eigentlich allein gelassen wurden. In den letzten 3 Jahren ist Bihać eigentlich die einzige Stadt oder die einzige Lokalgemeinde, die sich tatsächlich mit der Migrationskrise in Bosnien und Herzegowina befasst hat. Das größte Problem ist, dass sich der Staat Bosnien und Herzegowina sowie die Entitäten und zum Teil auch die Kantone in der Föderation Bosnien und Herzegowina gar nicht mit der Krise befassen. Und wir eigentlich jedes Jahr zum Frühling das Problem haben, dass Bihać sprichwörtlich von Migranten überrannt wird. Zum Teil sind das Massen von 5.000, 6.000, 7.000 Migranten in einer Gemeinde, die nicht mehr als 50.000, 60.000 Einwohner hat. Und dieses Problem auf die Lokalgemeinde, auf den Stadtrat, auf den Bürgermeister zu überwälzen, ist unserer Ansicht keine Lösung des Problems, sondern wir werden von Jahr zu Jahr nur in eine Agonie weitergeleitet und das Problem damit nicht gelöst. Bosnien-Herzegowina stellt ein komplexes Staatengebilde dar. Das Land besteht aus 2 Entitäten und einem selbstverwaltenden Distrikt. Zahlreiche Gemeinden wehren sich vehement gegen die Aufnahme von Migranten.
Die Zentralregierung hat zudem immer noch keine gemeinsame Strategie für die Bewältigung der Migrantenkrise. Die Europäische Union sollte sich darüber Gedanken machen, ein bisschen mehr die Migrationskrise zum Staatsproblem auszurufen und versuchen auch Druck auf die Staatsorgane auszuüben, dass sie sich letztendlich in die Lösung des Problems einschalten. Die lokale Bevölkerung zeigt gegenüber den Geflüchteten Mitgefühl, doch sie fordern auch eine organisierte und streng geregelte Unterbringung der Migranten. Wir können das nicht lösen. Migration gibt es seit jeher. Es ist aber wichtig, dass die Gelder, die geschickt wurden, um diese Migrantenkrise im Kanton Unasana zu lösen, auch dahin geleitet werden, wo sie auch gebraucht werden. Man soll für die Menschen eine geschlossene Einrichtung errichten. Die Menschen sollen registriert werden, damit sie nicht frei herumwuseln. Sie sollen Essen und Trinken bekommen. Wenn sie das nicht haben, dann neigen sie auch zur Kriminalität, wie jeder andere auch. Den Bewohnern der Region tun die Menschen leid, doch eine Lösung der Krise muss her. In Bosnien-Herzegowina wollen die Migranten nach eigener Aussage nicht bleiben. Der Meinung ist auch der Koordinator der Hilfsorganisation SOS Bihać. Jetzt ist Winter, Schnee. Ihre Versuche, über die Grenze in die EU zu gelangen, sind jetzt ein bisschen erschwert und dadurch weniger geworden. Aber sobald der Winter vorbei ist, werden sie es weiter versuchen. Sie haben sowohl keinen Wunsch als auch kein Bedürfnis, hier zu bleiben. Auch unsere Mitbürger aus dem Kanton Unasana sowie Bewohner von Prijedor oder anderen Städten in ganz Bosnien-Herzegowina wollen hier weg. Selbst für uns Einheimische ist die Lage schwer und für die Migranten noch schlimmer. Ihr Ziel ist Europa.